Ethische Grenzen für die Entwicklung von KI müssen wir immer dann ziehen, wenn Menschen beeinträchtigt sind. Wenn das Leben, die Gesundheit oder auch nur die Menschenwürde gefährdet sind. Dort brauchen wir zwei Aspekte. Einerseits muss die Industrie sich eine Selbstregulierung auferlegen. Das heißt, dass wir nur Entscheidungen umsetzen, die wir überschauen können. Andererseits brauchen wir mit Sicherheit aber auch eine staatliche Reglementierung von solchen Systemen, dass Unternehmen gar nicht erst in die Versuchung kommen, solche Systeme umzusetzen.